Um einen soliden Fahrplan für den Winter soll es unter anderem heute im Kanzleramt gehen. Also das ist ein spannendes Treffen, auf das auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Katja Dörner, vermutlich mit großem Interesse schaut. Guten Morgen zunächst. Guten Morgen. Hier bei uns im Bonner Phoenix-Studio ist ja quasi Heimspiel für Sie als OB dieser Stadt. Ja, wie sieht es denn aus? Ist es tatsächlich so, schauen Sie als Oberbürgermeisterin der Stadt tatsächlich mit Spannung und großem Interesse, vielleicht auch mit Sorge auf dieses Treffen? Also das ist heute ein extrem wichtiger Tag, ein extrem wichtiges Treffen, insbesondere aus dem Blickwinkel der Kommunen. Wir sind in einer sehr kritischen Situation auf der kommunalen Ebene. Wir haben sich überlappende Krisen schon seit mehreren Jahren und die Situation spitzt sich tatsächlich zu. Die Themen sind ja schon genannt worden, die Energiepreisentwicklung, aber auch die Situation der Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Da drückt uns wirklich sehr stark der Schuh und wir gucken natürlich auch mit Spannung auf die Frage, wie geht es im Bereich ÖPNV, ÖPNV-Finanzierung weiter. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch was die Bekämpfung der Klimakrise angeht. Und wir dürfen ja nicht vergessen, angesichts all der großen Herausforderungen, die Klimakrise schläft auch nicht. Ja, vielleicht sollten wir mal vorne anfangen, sozusagen bei der Gas- und Strompreisentwicklung. Jetzt nicht so sehr, Sie haben es ja angesprochen, was sozusagen die Wohnungssituation angeht, sondern was die Energieversorger und kommunalen Unternehmen angeht. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ich meine, müssen jetzt plötzlich die kommunalen Verkehrsbetriebe und der regionale Energieversorger viel, viel mehr Geld aufwenden, was sie aus der Stadtkasse bezahlen müssen? Oder wie funktioniert das? Also das ist in den einzelnen Kommunen unterschiedlich. In Bonn beispielsweise sind die Verkehrsbetriebe eine hundertprozentige Tochter der Stadt, wie insgesamt die SWB eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist. Die schauen dann erstmal im Konzern, ob Verluste auch intern ausgeglichen werden können. Aber wir sehen natürlich angesichts der Preisentwicklung und auch angesichts der Einnahmeentwicklung der kommunalen Versorger, dass wir da ganz dringend eine Lösung brauchen. Und da plädieren wir als Kommunen auch sehr klar an die Bundesregierung, dass wir einen Schutzschirm brauchen für unsere kommunalen Versorger. Das ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig im Fokus. Die kommunalen Versorger, die sind ja, die gewährleisten die Grundversorgung. Wir nehmen viele Kundinnen und Kunden auch im privaten Bereich, die sonst gar keine Verträge mehr abschließen können. Und deshalb ist das für uns auf der kommunalen Ebene überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir beispielsweise mit hohen Milliardensummen Uniper beispielsweise verstaatlichen. Das ist sicherlich richtig. Aber dass die kommunale Ebene in dieser Frage so außen vor bleibt, das ist nicht nachvollziehbar. Und wir kommen da wirklich in sehr große Bedrängnis, wenn da heute keine guten Beschlüsse gefasst werden. Nun verhandelt ja der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Herr Wüst, verhandelt ja da jetzt, sagen wir mal, für Sie mit hier in Bonn oder für uns in Bonn in Nordrhein-Westfalen mit. Wenn er jetzt Ergebnis XY beispielsweise, was diese Regionalisierungsmittel angeht, ÖPNV zum Beispiel, ich sag jetzt mal, herausholt bei den Verhandlungen, ist das jetzt dann irgendwie klar, was die OB von Bonn, sprich was die Kommune dann bekommt, oder ist das dann wieder Verhandlungssache? Also darüber verhandeln wir mit dem Land, aber da gibt es gut eingespielte Verfahren, nach welchen Kriterien die Mittel dann in die einzelnen Kommunen gehen. Also es ist zum Beispiel nicht nach Einwohnerzahl festgelegt. Diese Kriterien, die sind da relevant und deshalb gucken wir natürlich besonders auf die Gesamtsumme. In der ÖPNV-Finanzierung geht es uns aus der kommunalen Perspektive um zwei wichtige Aspekte. Das sind die von Ihnen schon erwähnten Regionalisierungsmittel. Das ist sehr wichtig, dass da klare Zusagen kommen und dass da auch eine wirklich relevante Summe vom Bund an die Länder und dann von den Ländern bei uns auf die kommunale Ebene kommt, weil wir sonst wirklich in einer Situation sind, wo einzelne Kommunen darüber diskutieren müssen, dass sie die Leistungen von Bus und Bahn tatsächlich einschränken. Und das geht ja völlig gegen die ansonsten proklamierte Verkehrswende, den Ausbau des ÖPNVs, den wir brauchen, um auch der Klimakrise begegnen zu können.
begegnen zu können. Deshalb ganz wichtig, der eine Strang Regionalisierungsmittel und auf der anderen Seite natürlich die Frage, wie geht es mit dem Ticket weiter? Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, eine gute Nachfolgeregelung für das ja sehr erfolgreiche 9-Euro-Ticket zu bekommen. Jetzt steht dieses 49-Euro-Ticket im Raum. Da wäre es sehr wichtig, dass Klarheit darüber geschaffen wird, dass der Bund mit einer deutlich höheren Summe sich finanziell beteiligt als die 1,5 Milliarden, die bis dato angeboten waren. Ja, dass Länder und Kommunen jetzt vom Bund richtig Geld fordern angesichts der Steuereinnahmen, die ja offenbar höher sind, als es kalkuliert waren. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Interessant ist aber, was der FDP-Fraktionsvize in Berlin, Christoph Meyer, dazu sagt. Er sagt, nee, die Länder und die Kommunen sollen jetzt nicht mal weitermachen, damit mehr zu fordern, sondern die müssten selber auf ihre Einnahmesituation schauen. Also gerade die Länder nehmen ja auch jetzt, sagt er, mehr ein. Ist das nicht ein Argument, wo er recht hat, dass sie selber auch Kommunen und Länder jetzt mal schauen? Also zum Beispiel, sie kriegen ja die Gewerbesteuern. Was können wir damit erstmal anstellen? Also es ist sicherlich richtig, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung brauchen. Und wir Kommunen sind ja auch dazu bereit. Wir investieren ja sehr viel aktuell beispielsweise auch, was die Unterbringung und Integration von Geflüchteten angeht. Die Situation ist aber die prognostizierten 4,9% mehr auf der kommunalen Ebene, die werden ja völlig aufgezehrt durch die Preissteigerungen, durch die Inflation, insbesondere auch durch die Zinsentwicklung beispielsweise, die uns in den kommunalen Haushalten die Spielräume auch extrem eng macht. Deshalb führt der Blick auf die 4,9%, die jetzt prognostiziert sind, wahrscheinlich in die falsche Richtung. Also es ist schon sehr klar, dass wir mit den kommunalen Haushalten mit dem Rücken zur Wand stehen. Und deshalb ist es auch eindeutig klar, dass wir mehr finanzielle Unterstützung vom Bund, aber natürlich auch von den Ländern brauchen. Da sind aus meiner Sicht wirklich alle in einem Boot. Sie wissen am besten, was sozusagen kommunal los ist in Bonn, um es mal salopp zu formulieren, mit den Menschen, die es nicht so dicke haben, sprich die Sozialhilfe und ähnliches Hartz IV bekommen. Nun ist ja davon die Rede in den ersten Entwürfen, dass das Ganze, also der Gaspreis, gedeckelt werden soll für Unternehmen auf 13 Cent und bei Privathaushalten, der Strompreis, Entschuldigung, auf 40 Cent, Privathaushalte 40 Cent. Das würde der Staat dann übernehmen. Wäre das eine große Entlastung für Ihren kommunalen Haushalt hier in Bonn? Also diese Zahlen sind ja noch sehr neu. Das müssen wir erstmal konkret berechnen. Und in solchen Fragen kommt es natürlich auch immer sehr aufs Kleingedruckte an. Wer profitiert tatsächlich von was? Wir unterstützen als kommunaler Spitzenverband ganz klar die Gaspreisbremse auch von ihrer Anlage her, weil sie eben auch einen gewissen Lenkungseffekt hat. Und die Strompreisbremse, dass die ab Januar kommen soll, das finde ich erstmal vor der Klammer eine sehr gute Nachricht, auch für unseren Haushalt. In der konkreten Auswirkung müssen wir diese sehr, sehr neuen Aspekte auch dann im Kern nochmal bewerten. Also die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn wartet mit Spannung auf das, was da heute Nachmittag beschlossen wird in diesem Gespräch zwischen dem Kanzler und dem Ministerpräsidenten. Zum Schluss noch eine Frage an die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Das ist ja, das kommt mir so ein bisschen vor, wie so eine Art Kronrat, der sich da heute im Kanzleramt trifft, um es mal so zu formulieren. Was ist eigentlich, und deshalb die Frage an die ehemalige Bundestagsabgeordnete mit dem Bundestag, steht der da eigentlich außen vor und soll der das Ganze am Ende abnicken, was da, ich sag jetzt mal salopp, abgekaspert wird? Wie sehen Sie das? Also das ist schon eine sehr relevante Frage, wie man das auch von demokratietheoretischer Herangehensweise bewertet. Wir haben diese Situation im Bundestag immer gehabt. Ja, wir haben die auch in den Länderparlamenten. Das ist ja spiegelverkehrt bzw. wieder gespiegelt die gleiche Situation. Auch die Landesparlamente werden ja dann aufgefordert sein, einem Kompromiss zuzustimmen. Das ist der Komplexität unseres föderalen Systems geschuldet. Da müssen die Parlamente, da müssen die Koalitionen natürlich darauf vertrauen, dass ihre Repräsentanten sie in einer solchen Situation gut vertreten und natürlich entscheiden,
entscheidet am Ende der demokratisch gewählte Abgeordnete, das demokratisch gewählte Parlament. Und ich denke, auch da gilt das Strucksche Gesetz. Selbst in solchen komplexen Situationen sind die Beratungen in den Parlamenten extrem wichtig und kein Gesetz kommt so in den Bundestag, wie es dann herausgeht. Also ich glaube, da braucht man viel Vertrauen auf beiden Seiten, aber natürlich gute Beratungen und auch die Bereitschaft, sich noch mal zu bewegen. Ja, in diesem Sinne sind wir gespannt, was dann die Fraktionen dazu zu sagen haben werden. Egal, was beschlossen wird, es muss ja dann auch relativ schnell in Gesetze gegossen werden und dann auch durch den Bundestag. Katja das Dörner? Das ist, glaube ich, auch besonders wichtig, wenn ich das noch mal sagen darf. Das letzte Treffen ist ohne Ergebnis geendet. Sowas darf natürlich heute nicht mehr passieren. Wir brauchen wirklich eine Klarheit, wie es weitergeht. Das ist für die kommunale Ebene von ganz entscheidender Bedeutung. Sagt Katja Dörner, die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn. Ich sage danke, dass Sie bei uns im Studio waren heute Morgen und danke für Ihre Zeit. Vielen Dank.